Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperial Galactic Survival mit dem Feljack in der Staffel 5. Ja, ich war gerade ein bisschen farmen mit meinem kleinen Scout. Und ja, haben wir hier ein bisschen Kupfer abgesahnt und jede Menge Eisen. Ja, knapp 3000 Eisen, 500 Stein und bisschen über 1000 Kupfer, leider habe ich mehr nicht gekriegt, obwohl ich echt jede Menge Lage abgefarmt habe. Und dann bin ich auf die Mine gestoßen. Und dachte ich mir, dann nehmen wir doch mal auf und klären das Ding mal. Zumindest wir versuchen es, weil wir haben nicht allzu viel mit. 200 Schuss. Kommt er aber gleich, oder? Ich weg. So, die haben wir schon mal weg, die Jungs. Komm ich nicht ran. Ich glaube, jetzt kann ich aber auch runter. Haben wir hier Kraftfelder, Kraftstoffzellen, Magnesepulver, Antibiotika und Sprengladung. Dann gucken wir mal. Wir nämlich gucken, ob wir hier Teile wegbekommen für die zweite CPU-Einheit. Oh, das ist so ein Krepp, wo ich eigentlich auch nicht einsammeln. Das hier ist eigentlich eine Falle, aber trotzdem mal rein. Komm her. Reicht doch. Da auch. Hier auch. Ja. Okay, das war's. Hoffe ich. So, und die Tanks hier leer machen. Schön, aber gleich ein paar Kristalle. Scheiß Geschütze. Aus der ganzen Haltung rausgeprügelt. Ah, shit, wieder nicht. So, das Scharfschützengewehr. Mal schön Eisenbarren. Na gut, dann müssen wir mal rein langsam. Draußen haben wir alles. Auch nicht. Mal was wieder rausschmeißen, ja, das braucht keiner. Die Waffen müssen wir mal schauen dann. Schützenmuni, Multiladung, Benzin, mal Tablette. Mein Gott, ich kann nicht schon wieder. Ich mag Gero erstmal wieder raus. Ich lade das mal kurz aus. Nee, falsch. Wo muss ich hier hin? Dahin, ne? Normal muss ich eigentlich hier hin. Oh. Ja, der war sehr gut fertig.
kurz ans Schiff hin ran. Extra schön hier gemacht mit der Box. Solange wir noch in der Nähe sind. Ich habe da meinen Bohrer auch reingemacht, weil den brauche ich jetzt nicht. Dann gehen wir wieder rein. Gehen wir in die nächste Ebene. Jetzt mache ich jetzt gleich hier hoch. Was ist denn weg? Na. Oh, was spawnen hier viel, ey? Ich habe einen schweren Anzug an. Da können sie mir nicht viel. Oben müssen sie eigentlich nochmal spawnen jetzt. Zwei Schrotflinten, Nachtsichtgerät. Ja, schön haben wir noch nicht. Schütz ist weg, hier müssen sie nochmal spawnen. Was ich weiß. Okay, der Hitpunkt der Viecher ist auf jeden Fall besser geworden. In der Alpha 11 auf jeden Fall. Ja. Du hast da ewig drauf rumgeprügelt auf diesen Viechern. Dann hast du nicht in den Arsch gekriegt. Aber das sieht gut aus. Normal dürfte hier keiner sein. Ansonsten haben das geändert. Sehr schön. Hunger habe ich. Brauche jetzt nicht. Sehr schön. Traumakit. Neodym. Schaufel T2, das war drinnen. Da müssen, können ich alles mitnehmen. Der Restraum, sehr schön. Pulslaser. Und davon was Schönes noch. Oh, hier das. Nehmen wir auch noch mit. Hier waren wir. Und Schild. Noch eine Promzelle, danke. Das Kapuzin lohnt nicht. Noch einen schweren Minigun. Mistviech, wo kommst du noch weg? So, was haben wir noch? Satium, sehr schön. Neodym, wieder Zellen und noch ein Schild. Die sind ziemlich angepisst hier. Okay, eins kannst du behalten. Die Tanks, da sind Geschütze, da kann es auch sein, dass hier noch spawnen. Wiedersehen. So gedacht. Brauchen wir noch mehr? Ja. Der andere Raum.
So, Brennstoff. Schön, nochmal Neodym. Regeneration, Stroflinte, Pulsgewehr, Satiumbarren. Munition. Oh, die kannst du behalten. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Bohrladung kannst du auch behalten. So. Den können wir hier hin machen. Der kann hier mit hin. Alltränker. Sprengladung. Und da mit hin. Und den Panel dahin. Machen wir ein bisschen Platz. Das war mal ein Geschütz. Renn jetzt hin. Wo bist du hin? Ich hab dich doch gerade gesehen hier. Hä? War doch gar ein Viech, ja. Da war doch kein Viech. Habt ihr das nicht auch gesehen? Oder war es schon kaputt, dass was despawned ist? Na gut, da waren wir drin, da waren wir auch. Was ist hier? Hier war auch noch nicht drin. Und die Generatoren. Das ist ein Fahrstuhl, ne? Mann, ich dachte, dass hier noch einer war. Boah. Doch, richtig gehört. Hab das eben so ein Glocken gehört? In deiner Runde von, das war gerade voll am Lecken. Wieder. Wieder so ein Plop gehört. Wieder. Jetzt offen. Ah, die epische Schrotflinte ist brutal, ne? Die ist echt brutal. Nochmal Neodym, nochmal Zellen. Die zwei Pulsgewehr nehme ich jetzt mal mit. Komm, gib mir Teile, ey. Ich brauche Teile für die scheiß CPU-Einheit. Nochmal Satium, eine Railgun, Erste-Hilfe-Pack. Das ist der epische Behälter. Ich hoffe, da ist was drin. Das kennen wir die Viecher, ja? Und den scheiß Geschützturm. So. Jawohl. Small Optronic Bitch. Na, leider nur die. Sturmgewehr episch. Eine Small Optronic Bitch ist bestimmt nur für ein Raumschiff, ne? Mann, ich brauche eine Latsche oder so. Oh. Das hat weh.
Ist doch ein... Nicht ein Spawner? Meine ich doch, ja. So. Ein Heiltrank. Noch ein Kit. Noch ein Satium. Noch mal Kraftstoffzellen. Sehr, sehr geil. Noch irgendwo eingesehen? Ich verguckt. Sind noch Viecher? Also so ein scheiß Spawner. Und dann spawnen die Dinger. Ne? Holen wir uns den epischen erst. Noch eine Heilstation, 10er Schallblöcke, noch einen schweren Schutzanzug. Satiumbarren, Neodymbarren, ein T2 nochmal. Nehmen wir auch mit. Als Ersatz und so. Und bitte jetzt die große Losbox. Ah, shit, aber Gold haben wir gekriegt. Schraub in der T2. Das kannst du auch behalten. So. Das ist der Kern. Ah, jetzt kommen aber ein paar. Ich dachte, da war noch einer. So, Ruhe hier. Da ist noch einer. Ein Impulsgewehr episch. Nochmal Goldbarren. Wow. Goldbarren man jetzt kriegt, ne? Warte mal, war hier nicht noch ein Tunnel irgendwo? Hier war doch mal irgendwo ein Tunnel, glaube ich, ne? Ist doch nicht mehr. Okay, wie kommt man hier raus? Da haben wir alles. Na, schade. Oder gab es noch ein Verstecken? Kann gut möglich sein. Aber wenn, dann weiß ich nicht, wo er ist. Kern habe ich mir nicht mitgenommen. Dann kriege ich raus. Auch. Bin zu leer. Stimmt ja. Die brauchen wir nicht. Zehner brauchen wir auch nicht, ne? Oder? Quatsch, benutze ich nie. Habe ich noch nie benutzt. Na. Die habe ich noch nie benutzt, die Dinger.
uns lieber die ganzen Sachen hier raus. Ja, können man jetzt einzeln abbauen, aber will ich nicht. Auch die Einzelteile da mehr. Und diese für Mats Farm. Wird jetzt die ganze Tür rausgeschmissen oder was? Auch nicht. Ne, mechanischer. Stahlplatten. Hier noch hat. Hat doch noch geschützt, so meine ich ja. Das hier. Schallplatten. Schallplatten. Damit was reinpasst, der Rest bleibt halt hier. Da kommt es ja raus schon. Nichts von Welt. Auch wenn man hier rauskommt, muss ja nicht weit laufen. Ne, mein Schiff ist da. Ja, dann haben wir das hier auch gerockt hier. Haben wir das auch geschafft. Richtig schön viel Barren hier. Dann kommt das wieder rein. Mein Bohrer, Bohrerladung. Ja, zwar noch eine Kiste, aber ist schon okay so. Aber gut abkassiert, ne? 13 Restrum, 432 Satium, 181 Neodym, 66 Goldbarren. Und das, was ich vorhin noch gefarmt hatte, alles. Dann nochmal extra 133 Eisenbarren. 119 Kraftstoffzellen groß. 16 Fusionszellen. Können wir das mal reinpacken, können wir auftanken. Ja, schon ganz gut, ne? Da kann man nicht meckern. Ach, hier ist ja noch mehr Shit, ey. Da hatte ich noch ein paar. Ach, die stacken nicht weiter hoch, ne? Shit. Ah ja, da müssen wir halt die zweite auch noch nehmen. Was soll ich mit dem Ding? So. Beine hier. Motor an. Mal auftanken, bitte. So, achso, warte mal. Mal einen Heiltrank reinhauen. Oh. Da war ich auch noch nicht, aber da oben ist ja nichts, oder? Na, eigentlich nicht, ne? Gut, dann ist sie clear, die Base. Müssen mal gucken. Mir fehlt immer noch Silizium in Massen. Ne? Ich habe nur 200 Silizium. Ich habe
auf meiner ganzen Tour noch nichts gefunden hier. Die Polaris habe ich eben noch entdeckt. Ich habe war dabei gerade hier aufzudecken. Dann habe ich hier halt Kupferlager und Eisenlager gefunden und dann stand die Drohnenbasis hier noch rum. Wollte ich nochmal das Stückchen eigentlich nochmal abfliegen hier. Aber das knicke ich mir jetzt. Ich fliege jetzt mal mit euch zurück. Ist noch ein Eisenlager. Kupfer, aber das steht bei den Dings drin. Gut, unsere Base ist da. Wo sind wir jetzt? Da sind wir, ne? Wir gucken schon richtig hin irgendwo. Auf 70 Autopilot rein. Gerade machen. Ein bisschen steigen hier. Meter ist okay. Wieder gerade machen. Außenansicht. Passt. Ja. Da war schon wieder gut was gerissen. Jetzt fliegen wir mal zu unserer Base zurück, weil ich habe noch eine Überraschung für euch. Der Feljack war fleißig. Ganz fleißig war der Feljack. Und zwar habe ich schon die Abwehr aufgebaut. Die komplette Abwehr. Weil das ja alles ein bisschen dauert, ne? Wenn man irgendwas herstellen will und bla und... Ne, gerade bei Blueprints dauert das immer eine Weile. Deswegen habe ich gedacht, machst du offline. Da brauchst du ja schon für ein Blueprint eine Folge. Das bringt es ja nun auch nicht. Oh, schon wieder was entdeckt. Coole Sache. Noch eins. Genau auf dem Weg hin, lol. Ja. Das werdet ihr jetzt auch sehen gleich. Noch seht das nicht. Jetzt seht ihr das erste. 2 und 3. Ihr seht es schon, ne? 4. Belzec hat sich Kanonentürme gebaut. Ganz genau. Ihr seht das richtig. Weit ab von der Basis bis auf den einen hier, wo ich jetzt drauf gucke. Der hier. Der steht ein bisschen zu nah. Die anderen habe ich schön weit weggestellt. Dachte, das ist weit genug hier. Aber war nicht weit genug. Aber die stehen jetzt hier im Wasser drin, ne? Ja. Wäre es schon ein bisschen weiter gebaut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch gemacht mit euch gemacht hatte. Danach seht ihr schon, habe ich hier ein bisschen... Jetzt mein Eingang hier. Jetzt finde ich meinen eigenen Eingang nicht mehr. Hä? Hier ist gerade doof. Na, ist er doch. Muss ich ausrichten hier. Na. Dann packe ich auch eine Füße. Ja, meine Lieben. Da seht ihr, die Base ist soweit abgesichert. Kanonentürme sind auch alle bestückt. Und die Base ist auch fertig. Rundrum habe ich noch kleine Geschütze noch gebaut. Einmal komplett rum. Ich war mal so frei. Aber jetzt haben die auch irgendwie keinen Saft. Also ich verstehe es auch nicht. Bin jetzt auch nicht dran oder so. Das ist meine Ultrafestung. Wollen wir mal auffüllen. Eine Basis. Wir sind bei 151.269 von 200.000. Also liegen gut, wir sind gut im Schnitt hier. Trotz, dass ich überall kleinere Geschütze noch hingebaut habe für Ziegelstruppen, die hier noch landen oder so. Ach, und da kommt schon der nächste Angriff. Guck mal einer an. Oder die Waldfee. Natürlich doof, ne? Wenn nicht alle Türme laufen. Ich hoffe, sie schießen trotzdem. Naja, notfalls haben wir mal unsere hier noch. Ja. Mal schauen, von wo sie kommen, ne? Gerade sehe ich ja nichts. Wegen dem blöden Wetter sind die Türme offline, ne? Ah, jetzt ist er wieder online. Da kommen sie. Ah, ist nur ein Drohnentransporter. Ja, ist nur ein Drohnentransporter, aber... Oh,
die schießt, der Turm schießt. Der rechte ist tot. Kein Saft. Jetzt schießt er. Verpam, Junge. 2700 XP. Hat sich dann erledigt mit eurem Dropship hier. So, schön. Sehr schön. Hast schön Loot dabei gehabt, wenn auch nicht viel. Okay, das ist natürlich doof, ne? Böden Nebel. Das ist natürlich doof mit dem Nebel hier. Hier haben wir unser Schiff ausladen. So. Ja, mal gucken. Gucken wir mal. Passt ja auch nicht mehr rein, ne? Zwei Stück noch. Peter, ich habe kaum noch Silizium. Jede Menge Eisen. Da will ich gleich mal richtig sortieren hier. Ach, da ist ja noch mal Eisen. Nein, du sollst das nehmen. Also alles rein hier. So, lass mal die Barre noch nehmen hier. So ist das okay, dass ich das so ein bisschen sehe im Konstruktor. Wie viel ich habe noch. Mal muss ich mir nicht essen, muss ich. Packen jetzt mal, ja, den. Mal hier hin. Ach, da siehst du es noch einer. Wieder noch ein Platz. Ach Quatsch. So, wir brauchen hier so vielleicht gar nicht, ne? Muss man die mit, die packen wir hier rein. Mal mit dem Rest hier. Ja, und dann wollte ich eigentlich mit euch ein Schiff bauen, aber ich denke mal. Also kein selbstgebautes, sondern aus dem Workshop. Hab mir da schon ein paar rausgesucht. Eine und andere. Das wird dann wohl nur in. Das, was heißt nur? Das wird dann in der nächsten Folge erst passieren. Und das noch rein hier. Was rein hat die hier? Ja, dann das rein, das kann mit rein. Noch was? So, ein paar Schuss noch hier rein. Und noch Raketen. Sprengsätze können auch mit rein. Ja, dann haben wir ein Nachtsichtgerät auf jeden Fall jetzt. Das mache ich auch mal hier rein. Das auch. Die Sachen mache ich alle rein und das hier alles. So, schön. Noch ganz schnell. Ich habe mir den rausgesucht. Als Hoover. Achilles MTB Alpha 11. Ich weiß nicht mehr, ist das auch Alpha 11? Bei manchen war ich mir nicht mehr sicher. Das ist ein alter. Das ist, glaube ich, ein neuer, glaube ich, schon. Das ist auch ein alter. Ja, den können wir zum Beispiel bauen.
Der ist nicht schlecht. Den können wir bauen. Der ist auch sehr geil. Hab auch natürlich ein bisschen was. Ne, Neodym 245, Zacrosium 432, RS zum 432. Aber der ist schon ein cooler kleiner Scout mit Waffen und allen Shit. Und sehr geil. Den können wir uns den noch bauen. Ich glaube, der ist schon eher wahrscheinlicher. Müssen wir sowieso mal zum Mond fliegen noch. Ja, das ist, der ist zu groß. Hier haben wir noch einen kleinen. T2 und T3 verschiedene. Level 10, Level 15. Dann haben wir den noch, den Skimmer, aber ich weiß nicht, nee, das ist glaube ich ein Alter, ne? Das ist auch ein Alter, ja, und dann kommen schon die Standards. Oder? Boah, gibt es da viele? Achso, das sind Basen und so auch, alles okay. Kleine Raumschiffe, ja. Okay, dann ist das normal. Ja, also, den haben wir auch noch. Ich weiß echt nicht mehr, was war. Ach ne, das sind die Präfabs, ne? Also wir hatten den hier. Den. Den. Also der ist zu groß, die Prodigy ist riesig. Wird auch schon Größenklasse 8 hat die. Der würde mich am meisten interessieren, aber der hat auch die meisten Mats, ne? Der frisst richtig. Aber ich tendiere, denke ich mal, zu dem hier, dann werden wir den wohl bauen. Der ist relativ einfach zu bauen. Der müsste auch einen Warp-Antrieb haben, soweit ich weiß. Zipo-Stufe Tier 1. Müssen wir mal schauen. Wir haben eh schon total Überlänge. Dann würde ich sagen, Like und Abo, wenn es gefällt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und sehen uns dann morgen in einer weiteren Folge. In dem Sinne, seid auf Feljack. Tschüss!